Guten Abend. Ich habe kurzfristig die Möglichkeit bekommen, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bin eine studentische Beschäftigte von 2000 studentischen Beschäftigten an dieser Humboldt-Universität. Wir hatten vor kurzem Streik, wir befanden uns im Streik, wir befinden uns auch in tariflichen Auseinandersetzungen mit den Hochschulleitungen. Unser Tarifvertrag ist 17 Jahre alt, nichts hat sich getan. Wir sind schlechter gestellt gegenüber allen anderen Mitarbeiterinnen an dieser Universität. Der Rahmen dieser Veranstaltung heute ist ja der, es sollen Frauen speziell gefördert werden, ihre Sichtbarkeit soll erhöht werden, sie sollen anerkannt werden für die Arbeit, die sie in Lehre und Forschung leisten. Und die Karriereförderung ist natürlich gleichzeitig ein Gleichstellungsinstrument im Rahmen der Preisvergabe für die zwei Preisträgerinnen, um die es sich heute dreht. Diese vier Zielsetzungen, die ich gerade genannt habe, das sind genau dieselben, die auch die Tarifinitiative für studentische Beschäftigung teilt. Auch wir wünschen uns mehr Anerkennung für unsere Arbeit, wir wünschen uns mehr Sichtbarkeit, wir wünschen uns vor allen Dingen Gleichstellung gegenüber unseren nicht-studentischen Kollegen. Ich nenne ein paar Beispiele für diese Gleichbehandlung, Gleichstellung. Wir fordern auch 10 Tage Bildungsurlaub, wie alle anderen sie hier bekommen an dieser Einrichtung. Wir wünschen uns auch eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die über 6 Wochen hinausgeht, denn derzeit ist es so, dass studentische Beschäftigte kein Gehalt bekommen nach 6 Wochen. Es gibt wenige von diesen Fällen, aber es gibt sie und diese sind nicht abgesichert und das betrifft auch viele Frauen selbstverständlich. Das heißt, Sicherheit, Arbeitssicherheit ist uns wichtig. Außerdem Gleichstellung im Sinne einer Jahressonderzahlung, die wurde uns gestrichen 2014. Für alle anderen Beschäftigten gibt es diese. Das sind ein paar von diesen Forderungen, die wir stellen, um sozusagen besser anerkannt zu werden an dieser Universität. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um stellvertretend oder repräsentativ für die 2000 studentischen Beschäftigten an dieser Einrichtung an die zwei Damen, die bei der Caroline von Humboldt-Professur, die heute an Frau Professor Hellbrecht verliehen wird, auszuhändigen, zu überreichen. Das soll für bessere Sichtbarkeit, der Sichtbarkeit dienen, dieser Arbeit, die diese studentischen Beschäftigten leisten in allen Bereichen, in der Forschung, in Lehre, in der Verwaltung, im technischen Bereich, in den Bibliotheken und so weiter und so fort. Ich würde mich also freuen, Frau Professor Hellbrecht, wenn Sie diese Urkunden sozusagen Ihren studentischen Beschäftigten aufhängen würden und sich eventuell auch zum Beispiel im Institutsrat solidarisieren mit den Forderungen, damit auch andere Professorinnen sagen, das ist eine gute Sache, wir stehen hinter unseren studentischen Beschäftigten, denn sie sind wichtig für uns. Dankeschön. Thank you.
Sehr geehrte Preisträgerin, liebe Frau Helbricht, sehr geehrte Frau Dr. Mehler, liebe Frau Kaiser-Pizzalla, schön, dass Sie es aus Niedersachsen nach Berlin geschafft haben, wunderbar. Liebe Frau Schwan, sehr geehrte Frau Professorin Kleingärtner, sehr geehrte Frau Dr. Högel, liebe Frau Furich-Grubert, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind, dass Sie hier sind und dass wir Sie zu unserer Festveranstaltung begrüßen dürfen. Ich weiß nicht, auf welchem Wege Sie jetzt gerade hier in das Hauptgebäude der Humboldt-Universität hineingetreten sind oder wie Sie hierher gekommen sind. Auf jeden Fall durch einen schönen Winterabend, ziemlich kalt, aber vermutlich nahmen viele von Ihnen den Haupteingang und durchquerten den Ehrenhof. Und sollten Sie dabei nach rechts geschaut haben, fiel Ihr Blick auf das Denkmal von Lise Meitner. Dieses Denkmal ist entstanden in der Zeit der Präsidentschaft von Herrn Olberts und noch gar nicht so lange da, seit wenigen Jahren. Es ist aber tatsächlich die erste Frau im Ehrenhof der Universität, nämlich erst seit 2014 blickt sie auf eine Männerriege ihr gegenüber, auf Max Planck, auf Theodor Mommsen und auf Hermann von Helmholtz. Und ich finde das ein ganz wunderbares kleines Denkmal, was ja tatsächlich durch nahezu Originalgröße heraussticht. In Original war sie 1,49 und als Denkmal ist sie 10 cm größer. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ich habe das gerade neulich mit Frau Schwarzbach diskutiert, dass mit 1,49 kam sie dann doch nicht klar. Aber diese Größe gefällt mir persönlich ganz besonders. Ich bin nämlich genauso groß. Na, das am Rande. Also mit diesem Lise-Meitner-Denkmal verschaffte die Humboldt-Universität einer herausragenden Wissenschaftlerin mehr Sichtbarkeit. Natürlich ist sie eine sehr bekannte Physikerin, weltberühmt, aber zu ihrer Zeit nicht sichtbar, eher unsichtbar. Und sie hat ja auch eine schwierige Biografie gehabt und auch aufgrund der vielen politischen Umbrüche in ihrer Biografie in einer bewundernswerten Art und Weise sich immer wieder aufgerappelt und auch in späten Lebensjahrzehnten nochmal eine schöpferische Kraft in ihrer Wissenschaft entwickelt, die schon beispielgebend auch für uns alle sicherlich heute ist. Damit bin ich aber auch beim Thema dieses Abends angekommen, denn auch heute soll es um mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft gehen. Wie erreichen wir eine solche Sichtbarkeit? Wir in der Humboldt-Universität erreichen sie, indem wir heute zum 6. Mal die Caroline-von-Humboldt-Professur an eine Professorin unserer Universität vergeben und bereits zum 7. Mal den Caroline-von-Humboldt-Preis an eine Postdoktorandin verleihen. Die Namensgeberin von Professur und Preis, Caroline von Humboldt, ist eine weitere Frau, die leider noch immer viel zu wenig Beachtung findet. Heute hätte sie Geburtstag gehabt, wenngleich auch ziemlich betagt heute, es wäre ihr 252. gewesen. Gut, wie sie das uns heute betrachten würde, als Intellektuelle, als Kunstmäzenin, aber auch als Ehefrau von Wilhelm von Humboldt, das ist sicherlich der Fantasie vieler überlassen. Was aber heute wichtig ist, dass sich vieles geändert hat, vergleicht man die Situation der Frauen von vor 250 Jahren oder auch zu der Zeit von Lise Meitner. Das war ein zäher Kampf und ein langer Weg und glücklicherweise hat sich so viel geändert und kämpfen wir heute um die sehr guten Frauen, um sie auch
für die Humboldt-Universität gewinnen zu können. Etwas, wo wir tatsächlich uns auch immer freuen, Frau Furich-Grubert, Sie an unserer Seite zu haben, denn so finden wir immer noch was extra, denn heute sind exzellente Frauen auch ganz exzellent teuer. Das ist auch richtig so, aber auch etwas, was sicherlich uns allen auch gegenwärtig ist. Was aber mich heute freut, dass zwei Frauen heute Abend ganz besonders im Rampenlicht stehen. Denn sichtbar machen, das wollen wir. Was häufig etwas verschüttet ist und damit, was verschüttet ist, kennt sich die eine unserer Preisträgerin ganz besonders aus, nämlich Frau Natascha Mehler. Als historische Archäologin gräbt sie im wörtlichen Sinne in der Vergangenheit und bringt dabei ganz Neues ans Tageslicht. Frau Helbrecht, die wir heute mit der Namensprofessur auszeichnen, richtet hingegen ihren Blick in die Gegenwart und als Kultur- und Sozialgeografin fordert sie uns mit ihrer Forschung auf, einen neuen Blick zu entfalten auf Städte als Orte des Zusammenlebens und als Kristallisationspunkt gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Sie veranlasst uns auch Sehgewohnheiten auf alltäglichen Wegen durch beispielsweise den Kiez oder die Stadt zu hinterfragen und dabei vielleicht auch zu erkennen, welche schleichenden Veränderungen und Verdrängungsprozesse überall stattfinden. Vor diesem Hintergrund möchte ich noch einmal auf das Thema Sichtbarkeit zurückkommen. Die Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft zu fördern, ist uns an der Humboldt-Universität ein zentrales Anliegen. Preisverleihungen wie die heutige oder auch die Errichtung von Denkmälern im öffentlichen Raum sind dazu Mittel, die wichtig sind, weil sie tatsächlich die Aufmerksamkeit auch wie ein Schlaglicht nochmal setzen. Denn es ist eben so, dass die Sichtbarkeit kein einmal hergestellter Zustand ist, der dann auch so bleibt, sondern dass es eine kontinuierliche Arbeit ist und Sichtbarkeit immer voraussetzt auch das Gesehenwerden oder anders gewendet. Wir sind alle aufgefordert, unsere Sehgewohnheiten immer wieder kritisch zu beleuchten und auch dabei zur Kenntnis zu nehmen, wie changierend in der Vielfalt auch gesehen werden sein kann und das mit wirklich Hinblicken auch die Erkenntnis und der Wert von Vielfalt sich besser entfalten lässt. Und es beinhaltet natürlich auch, dass sich neue Bilder formen. Es geht darum, tradierte Bilder zu hinterfragen und neue Role Models zu schaffen. Mit den Preisträgerinnen haben wir zwei solche mit großer Strahlkraft. Zwei Frauen, die mit großer Leidenschaft forschen und lehren und dabei neue Wege gehen. Sie folgen damit ihrem eigenen Ideal von Wissenschaft und tragen auch im vielfältiger Sinne dazu bei, Verständnis heute genau dafür auszubilden und das zu verbinden mit ihren eigenen Persönlichkeiten. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir auch im Sinne einer ständigen Suchbewegung hoch wertschätzen. Der Anspruch, tradierte Denkmuster und Repräsentationen zu überwinden, ist nicht gleichbedeutend mit dem Bruch mit Althergebrachten, sondern in der Auseinandersetzung mit und der Erneuerung von Traditionen liegt ein hohes Potenzial, was man auch an verschiedenen Stellen immer wieder aufspüren kann, wie unter anderem in der eben gehörten, neu interpretierten Fassung von »In diesen heiligen Hallen« aus Mozarts Zauberflöte. Vielen Dank an die Künstlerinnen Maria Reich und Hauke Renken. Das war ein schönes Beispiel dafür, wie durch Neuinterpretation von Alpen etwas Zukunftsweisendes entsteht. In diesem Sinne verstehe ich auch die Verleihung der Caroline von Humboldt-Professur und des gleichnamigen Preises als eine neu begründete, progressive Tradition an der Humboldt-Universität. Sie trägt dazu bei, eine vielfältige und offene Universität zu schaffen, an der aus verschiedenen und unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln geforscht und gelehrt wird. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen allen und uns einen schönen Abend, kurzweilige Stunden hier. Und vielleicht denken Sie dran, wenn Sie später das Haus verlassen, Ihren Blick noch mal kurz auf Lise Meitner ruhen zu lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Kollegin Kunst, sehr geehrte Preisträgerin, liebe Frau Professor Helbrecht, liebe Frau Dr. Mehler, lieber Herr Kollege French und liebe Frau Furich-Grubert, sehr geehrte Frau Professorin Kleingärtner, sehr geehrte Frau Professorin Schwan. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mir ist heute eine ganz besondere Freude, dass ich heute hier sein darf und auch, dass ich Mitglied des der Auswahlkommission für den Caroline-von-Humboldt-Preis sein darf. Ich denke, bei dieser Auswahlkommission haben wir alle viel Freude gehabt. Es hat herausragende Vorschläge gegeben, die auch alle ganz elaboriert begründet worden sind. Und die Mitglieder der Auswahlkommission haben das im Detail diskutiert. Wir haben auch Gutachten bekommen und wir haben auch diese Gutachten diskutiert. Und ich muss sagen, ich war wirklich fasziniert darüber, was die Menschen über ihr Werk geschrieben haben und was auch die Kommission über ihr Werk diskutiert hat. Und ich freue mich deswegen gleich ganz besonders darauf, was wir im Folgenden noch im Detail darüber hören werden. Ja, ich möchte gerne jetzt ein paar persönliche Bemerkungen machen und Sie so ein bisschen auf das Thema unserer Veranstaltung, Frau Kunz hat ja gerade schon über die Sichtbarkeit, die Sichtbarmachung gesprochen, einstimmen. Solche Förderprogramme und auch Preise, die schmückt man natürlich gerne mit großen Namen. Und natürlich ist es naheliegend, eine Auszeichnung der Humboldt-Universität mit dem Namen Caroline von Humboldt zu zieren. Und der Tagesspiegel hat bei der ersten Verleihung dieses Preises geschrieben, Caroline von Humboldt sei die schillernde Gattin des Universitätsgründers. Und der Titel eines Buches der Historikerin Beate Neubauer über die Frauen der Familie von Humboldt hieß Schönheit, Grazie und Geist. Ja, Schönheit, Grazie und Geist, das entspricht dem damaligen Bild der Professorengattin. Die Professorengattin war Zierde des Hauses, sie war Managerin des familiären Lebens, sie war intellektuelle Sparringspartnerin ihres Gatten, des Professors, und sie war standesgemäßes, repräsentatives Trophy Wife im Gesellschaftsleben der damaligen Zeit. Ja, und im Salon eben dieser Professorengattin, da wurde zusammengeführt die Geistesgrößen aus Kunst, aus Politik und aus Akademie. Und das hat Caroline von Humboldt sicher in ganz besonderem Maße getan und sich ja auch als Kunstmäzenin profiliert. Ja, und alle diese Menschen, die trafen sich in der Vertrautheit des privaten Wohnzimmers. Und die Gastgeberin, stellt man sich vor, zog dezent die Strippen und sorgte für Anspruch und sicherlich auch für entsprechende Abwechslung. Und ganz sicher so Caroline von Humboldt. Sie hat alle diese Rollen meisterhaft ausgefüllt, wenn man darüber liest, und natürlich vieles mehr getan und war ganz modern auch darin, dass sie dem Gatten die kleinen Kinder überließ, um ihrerseits woanders hinzuziehen und dort Wissenschaft zu betreiben und anderes zu tun. Ja, sie hat ihre eigene Arbeit gemacht, aber diese Arbeit konnte zu ihrer Lebzeit nicht unter ihrem Namen veröffentlicht werden. Heute aber werden Caroline von Humboldts Briefe von der modernen Germanistik als ein Werk mit eigenständigem literarischen Rang gesehen. Das schreibt etwa Kurt Friedrich Berghahn, der neuere deutsche Literatur bei uns an der TU Braunschweig lehrt. Spätestens aber in den 50er Jahren, da wurde die Professorengattin aus den Hochschulen verdrängt. Es gab einen anderen Rollentypus, den der Professorensekretärin.
Und diese Professoren, Sekretärin, die waren jetzt Herrscherin über das Vorzimmer, über den Terminkalender und die bestimmten, wer Zugang zum Professor erhielt und wer eben nicht. Ja, und sie waren es dann, die dem Gelehrten den Rücken frei hielten, die Sprech- und Arbeitszeiten trennten und die wichtigsten Gespräche des Professors mit seinen Kollegen möglich machten. Ja, man kann jetzt sagen, der Aufstieg der Sekretärin als die jetzt einflussreichen Schlüsselfiguren an unseren Hochschulen, die stehen auch für die Trennung von Berufsleben und von Privatem. Und natürlich auch für das zunehmende Management und die Managementorientierung im Wissenschaftsbetrieb. Aber natürlich ist auch aus einem anderen Grund der Nimbus der Professorengattin verblasst. Ja, der Nimbus des Einzelprofessors oder des Einzelwissenschaftlers als Persönlichkeit ist es ja auch ein Stück weit, denn heute wird Wissenschaft nur noch in einigen seltenen Fällen von einer Einzelperson gemacht, die das revolutionär weiterbringt, sondern wir denken zunehmend in Netzwerken, häufig internationalen Netzwerken und Clustern. Aber erneut bleiben dabei zuweilen Personen außerhalb des Blickfeldes und das sind häufig Frauen. Und die Wertschätzung, die Entlohnung, die Karriereperspektiven der Sekretärin, der Assistentin und auch der Koordinatorin und deren Entwicklungsperspektiven, das bleibt für uns alle, glaube ich, auch heute noch ein schwieriges, aber wichtiges Thema. Man kann sich jetzt auch fragen, was ist denn aus den Professorengattinnen vom Typ Caroline von Humboldt heute geworden? Ich würde denken, auch heute gibt es noch Schönheit, Grazie und Geist, aber heute darf man selbstständig forschen und auch publizieren. Ja, und manche werden auch was ganz anderes, die werden zum Beispiel Bundeskanzlerin. Und jetzt kann man fragen, hat sich Frauenförderung denn für die Akademikerin damit überflüssig gemacht? Ich glaube, die Frage stelle ich in diesem Raum nicht. Aber sie wird natürlich von anderen gestellt. Und heute stehen Genderforschung und auch Chancengleichheit zuweilen wieder in der Diskussion. Und zwar nicht nur im Rahmen von Stammtischgesprächen, aber es gibt auch Bundestagsparteien, die sich durch provokative Abgrenzungen von Anliegen der Chancengleichheit versuchen zu profilieren. Auf der anderen guten Seite gibt es auch Punkte, die in der Abgrenzung von Privatem und Beruflichem uns fortschrittlich erscheinen. Die familienfreundliche Hochschule, die Ansprüche der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler auf akzeptable Work-Life-Balance, auf familienfreundliche und belastbare Vertragsperspektiven. Die Forderung nach Transparenz im Wissenschaftsbetrieb, soziale Medien in Instituten und Hörsälen, Nahbarkeit und offenere Führungsstile. Ja, und wie sich das Bild der Frauen im Wissenschaftsbetrieb in der Zukunft gestalten wird, das muss sich zeigen und wird sicherlich immer wieder neu verhandelt werden in der Gesellschaft. Heute ist, wie bereits gesagt, zuweilen die Professorengattin selbst Professorin. Und der Professorengatte, der freut sich, wenn er mit ihr auf eine interessante und anregende Veranstaltung gehen darf. Ja, und Caroline von Humboldt hat gezeigt, es ist niemals angesagt, Personen auf Stereotype, Rollen festzulegen. Wir erahnen heute das gesamte Potenzial von Caroline von Humboldt und die Spannbreite ihres Könnens. Und ich denke, wir sollten dafür sorgen, dass andere Frauen es ihr gleich tun können und sich wirklich sichtbar entfalten können. Ja, in diesem Sinne herzlichen Dank an die Humboldt-Universität, ganz besonders an Sie, Frau Furich-Grubert, und an Sie, Frau Kollegin Kunst, dass Sie sich im Namen von Caroline von Humboldt dazu entschlossen haben, hiermit ein Zeichen für Chancengleichheit und Förderung zu setzen. Und ich freue mich ganz besonders, dass unsere Preisträgerinnen, Frau Professor Helbrecht und Frau Dr. Mehler, Beispiele für hervorragende Wissenschaft sind und dass wir gleich noch weiter von Ihnen hören werden. Thank you.
Liebe Frau Helbrecht, meine Damen und Herren, für die schöne Aufgabe, die Laudatio auf Ilse Helbrecht zu halten, aus Anlass dieser wunderbaren Auszeichnung, bedanke ich mich herzlich. Eine Geografin zu loben, wäre mir früher nicht in den Sinn gekommen. In meiner Schulzeit hatte ich Interesse für viele Fächer, aber nicht für Geografie. Im Unterricht mussten wir immer Abschnitt für Abschnitt aus unserem Geografiebuch vorlesen und anschließend das gerade Gelesene mündlich zusammenfassen. Menschen kamen darin nicht vor, nur Bodenschätze, Fauna und Flora, Einwohnerzahlen, Städtenamen, Flüsse und Berge. Zu den unangenehmsten Hausaufgaben gehörte das Durchpausen von Landkarten. Dabei verrutschte mir regelmäßig das Pauspapier. Schrecklich, die Flüsse waren plötzlich unterbrochen. Das war in den 50er Jahren der Geografieunterricht in einer Berliner Eliteschule. So viel zu den Eliteinstitutionen. Bei Ilse Helbrecht meint Geografie offensichtlich etwas anderes. Ihr geht es um die Beschreibung der Erde als Raum, in dem Menschen leben, mit ihren Interessen, Wünschen, Kulturen, sozialen Beziehungen. Kurz, ihr geht es um das pralle menschliche Leben auf der Erde. Damit hat sie mich offensichtlich nicht nur mich für die Geografie gewonnen, die denn auch als Humangeografie, Kulturgeografie, Sozialgeografie, Ethnografie und so weiter Brücken schlägt zu anderen Lebensbereichen und wissenschaftlichen Disziplinen. Das Ganze kristallisiert sich in den zentralen Orten, an denen heute Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Innovationen intensiv sich entwickeln, in den Städten. Ilse Helbrecht ist seit 2009 Professorin für Kultur- und Sozialgeografie an der Humboldt-Universität zu Berlin und seit 2014 Direktorin des Georg-Simmel-Zentrums für Metropolenforschung. Und dieser Georg Simmel hat ja auch in allen möglichen Bereichen sich umgetan. Sie ist eine der führenden Wissenschaftlerinnen in der deutschsprachigen Geografie und setzt zudem im internationalen Feld der Urban Studies entscheidende Impulse. Ich möchte nicht detailliert die Stationen ihrer akademischen Laufbahn nachzeichnen, auf ihre beeindruckende Publikationsliste und zahlreiche Vorträge auf Konferenzen weltweit eingehen, ihre Ämter in Gremien, Editorial Boards und der akademischen Selbstverwaltung im Detail beschreiben. Aber natürlich habe ich diese damit immerhin erwähnt, das muss ja auch sein, und fasse zusammen. Ilse Helbrecht weist als Forscherin ein großes wissenschaftliches Oeuvre aus und ein entsprechendes Renommee mit umfangreichen Publikationen, natürlich auch in hochrangigen, ich hoffe doch, refereed Journals. Deshalb wird sie heute mit der Caroline-von-Humboldt-Professur 2018 geehrt. Die Auswahlkommission hat das gleichsam höchst richterlich bekräftigt. Und wir haben es ja auch noch mal gehört. Wichtige und interessante Forscherinnen mit großem I, wie sich gehört, sind allerdings nicht einfach wissenschaftlich effiziente Maschinen, sondern in sich reiche Persönlichkeiten. Dabei kann ich mir nicht einen kleinen Kommentar zu den Netzwerken verkneifen, muss ich schon sagen. Denn wenn sich wissenschaftliche Forschung wirklich im Wesentlichen jetzt auf Netzwerke, wie soll man denn das sagen, konzentriert oder reduziert, dann wird sie sicher sehr arm werden. Denn ich glaube, dass Forschungsgraben, dass man die Persönlichkeiten in den Forschungsfragen erkennt und dass ohne interessante Persönlichkeiten es keine interessante Forschung und keine interessanten Forschungsfragen gibt. Und der Übergang von Professoren in Manager oder Professorinnen in Managerinnen ist nicht, würde ich sagen, ein wirklicher Fortschritt in Sachen Wissenschaft. Also man erkennt die guten Forscherinnen an den reichen Persönlichkeiten und an den Forschungsfragen. Ilse Helbrecht fragt nach der Stadt als Lebensraum. Umfänglicher kann man zumal heute kaum fragen. Das zieht sich als roter Faden durch ihren wissenschaftlichen Werdegang. Nach ihrem Geografiestudium in Münster, wahrscheinlich hatte sie einen interessanteren Schulunterricht als ich, promovierte sie an der, oder sie wollte es ganz anders machen, ich sehe gerade, sie ist so ein bisschen skeptisch, also gut, promovierte sie an der Technischen Universität München,
keine reine Fraueninstitution, zum Thema Stadtmarketing, Konturen einer kommunikativen Stadtentwicklungsplan. Diese Frauen wollen immer reden. Mit Auszeichnung machte sie das. Mit ihrer Habilitationsschrift, die kreative Metropolis, die sie ebenfalls an der TU München verfasste, man muss schon zäh sein, wenn man da die ganze Zeit bleibt, machte sie sich endgültig national und international einen Namen als Stadt- und Humangeografin. Zwischendurch verließ sie München, man muss sich ja auch immer erholen, auch als Forschungskontext und verbrachte 2 Jahre als Postdoctoral Fellow an der University of British Columbia in Kanada. Dort, in der Stadt Vancouver, erforschte sie urbane Lebensstile und das Berufsmilieu der Kreativwirtschaft. Zurück in München arbeitete sie eine vergleichende Studie zur kulturellen Szene in der bayerischen Landeshauptstadt, erarbeitete sie, und da hat sie natürlich in München viel Anschauungsmaterial. Vor allen Dingen hätte mich dabei interessiert, wie die Damen bei Premieren angezogen sind. Das habe ich nämlich mal erlebt. Das ist beeindruckend. Vor ihrer Zeit, sie ist ja doch noch sehr jung im Vergleich mit mir, gab es eine Periode, da waren Puffärmel sehr dran. Ja, ich kann Ihnen sagen, das waren interessante Premieren. Dort in der Stadt Vancouver erforschte sie, also zurück im Moment, ich habe mich verloren vor lauter Puffärmeln. In ungemein vielseitiges und differenziertes ihr Forschungsinteresse zog mit ihr von Stadt zu Stadt und wurde durch diese Ortswechsel auch zusätzlich bereichert. Sei es während ihrer Zeit als Gastprofessorin am Amsterdam Study Center for the Metropolitan Environment oder dann ab 2002 in Bremen, wo sie die Professur für Humangeographie übernahm. Ein originär neugieriges Interesse für die lokalen Gegebenheiten, was über ihre zugewandte Haltung gegenüber Menschen etwas bekundet, für jede neue Stadt und die ihr eigenen Dynamiken verbunden mit dem Blick für übergeordnete politische Fragen und theoretische Perspektiven, das zeichnet ihre Forschung aus. Sie stellt dabei auch immer wieder die mitunter fehlende Verbindung zwischen der deutschsprachigen Geografie und Debatten im angloamerikanischen Raum her. Damit leistete und leistet sie ein weiter enorm wichtiges Übersetzungswerk im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Man kann Übersetzung als eine Form von Verständigung begreifen, die ja sowohl den Willen als auch die fachliche Kompetenz einschließt, sich auf andere einzulassen und auf sie zuzugehen. Ich glaube übrigens, dass darin heute die Kernaufgabe von Wissenschaft besteht. Es ist vielleicht eine bisschen weibliche Definition, schadet ja nichts. Damit können wir auch durchaus weiter protzen. Neue Urbanität, New Downtowns, die Zukunft der europäischen Stadt, Housing Markets und Welfare State Transformations, urbane Orte des Kulturkontakts, Gentrifizierung in Berlin, Everyday Urban Encounters as Stratification Practices, Superdiversität und alternde Städte sind ja schon knallige Titel, finde ich sehr gut. Sie sind, verstehen sich offenbar darauf. So lauten ihre Titel der Forschungsprojekte und Publikationen der letzten 20 Jahre. Manchmal habe ich mich gefragt, wie viele Stunden Schlaf Sie brauchen. Offenbar so 3, 4. Das ist natürlich sehr wenig. Sie vermitteln einen Eindruck von Helbrechts spezifischem Blick auf Städte als dynamische soziale Orte. Dieser Ansatz ist verknüpft mit der Frage, wie Zusammenleben in der Stadt funktionieren kann oder richtig besser gedeihen kann. Funktionieren hat ja nicht so einen sehr menschlichen Touch. Helbrecht steht damit für eine im substanziellen Sinne kritische Geografie, die das wuchernde Soziale und seine Verräumlichungen methodisch und konzeptionell sortiert und damit denk- und bearbeitbar macht. Sie ist damit ganz nah dran an Themen, die gegenwärtig in der politischen Debatte kontrovers diskutiert werden und in den Medien für Schlagzeilen sorgen, wie Stichworte sind Gentrifizierung eben, explodierende Mietpreise und Problemkies, nicht wahr, liebe Eva Höge, damit hat man einiges zu tun in der Politik. Vor diesem Hintergrund wird umso deutlicher, dass wir eine Wissenschaft, wie Ilse Helbrecht sie betreibt, dringend brauchen. Ein wissenschaftlich präziser Blick auf Gentrifizierung, auf Wohnungsmarktkonflikte, auf Segregation und soziale Ungleichheit in Metropolen
gepaart mit einer entschieden ethischen und politischen Haltung. Eine Haltung, die jene zurück ins Blickfeld rückt, die verdrängt, vergessen, ausgegrenzt werden. Dabei orientiert sie sich nicht an vermeintlichen Autoritäten oder Moden und ihr Denken ist auch nicht an das Korsett einer weltanschaulichen Schule gezwängt. Ihre aktuelle These ist so klar wie provokativ: Das Recht auf Stadt ist die neue soziale Frage im 21. Jahrhundert. Dieses wertende Engagement wird immer wieder mit fälschlicher Berufung auf Max Weber als unwissenschaftlich diskreditiert. Im Gegenteil, sage ich. Ohne Wertung kann man kein einziges Forschungsthema definieren, denn man muss ja immer sagen, warum das relevant ist und das andere nicht. Nur muss man diese Wertung ausweisen und wissen, dass sie ihrerseits nicht wissenschaftlich begründbar ist. Dafür muss ich als urteilsfähige Person bürgen und auch deswegen kommen mir Netzwerke nicht ganz zureichend vor für die Wissenschaft, denn bürgen für eine Wertung und für ein Urteil kann man eigentlich nur als Person, behaupte ich, aber ich bin nur Philosophin. Als Stadtforscherin ist Ilse Helbrechts Zugang notwendig interdisziplinär angelegt. Sie selbst studierte auch im Nebenfach Soziologie sowie Raumplanungs- und Verwaltungsrecht. In ihrer eigenen Forschung verbindet sie kultur- und sozialwissenschaftliche Ansätze und Methoden mit dem spezifischen geografischen Interesse an der Wechselbeziehung von Raum und Gesellschaft, an gesellschaftlichen Raumverhältnissen. Und darüber hinaus arbeitete sie an der Humboldt-Universität sehr eng mit Wissenschaftlerinnen aus der europäischen Ethnologie zusammen. Ein institutionalisiertes Ergebnis dieser fächerübergreifenden Zusammenarbeit ist zum einen das schon erwähnte Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung, das Frau Helbrecht als Direktorin leitet. Materialisiert hat sich die interdisziplinäre Kooperation zum anderen im schwer auszusprechenden IRI-Thesis, dem Integrative Research Institute on Transformations of Human Environment Systems. Sie können das immer ohne Mühe aussprechen, ja? Gut. Das Ilse Helbrecht als Teil der Exzellenzinitiative maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat. Die stets geforderte Interdisziplinarität füllt sie mit Leben. Sie zeigt, wie produktiv und bereichernd Wissenschaft als Zusammenwirken, wie Humboldt es ausdrückte, jenseits enger disziplinärer Grenzen sein kann. Implizit tut sie auch Schritte in Richtung Transdisziplinarität, bezieht also das Erfahrungswissen anderer gesellschaftlicher Akteure und Wissensbestände mit ein. Und ich habe auch deswegen sogar Wilhelm von Humboldt so gerne, er ist ja nur ein Mann, aber man kann das ja vielleicht trotzdem sagen, weil er eben sehr stark auf das Zusammenwirken der Wissenschaft und nicht auf den, Entschuldigung, ich bin alt genug, blöden Wettbewerb immerfort einbringt. Ich halte von diesem Wettbewerb nichts. Das ist jetzt für viele ganz schrecklich, kann ich mir denken. Aber ich glaube, man erreicht mehr zusammen als gegeneinander. Ilse Helbrecht richtet sich dabei nicht behaglich im wissenschaftlichen Elfenbeinturm ein, sondern mischt sich in stadtpolitische Diskussionen ein, sitzt als Expertin in Beiräten und Gremien. In welchen können Sie googeln? Und am besten, wenn man sie aufzählt, reicht die Zeit nicht. Als Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der HafenCity Hamburg organisierte sie 2008, das hat mir imponiert, ein Symposium zur Planning Urbanity Life Work Space in the New Downtown. Diese brachte Wissenschaftlerinnen und Stadtplanerinnen zusammen und hatte schließlich einen nachhaltigen Einfluss auf die weitere Planung des neuen Stadtteils. Und das finde ich sehr gut als transdisziplinäre Wissenschaft. Ilse Helbrecht macht sich sichtbar, um das Thema des heutigen Abends aufzugreifen. Sie ist damit eine Wissenschaftlerin, die als Role Model taugt. Das werden Sie noch mehr machen müssen, werden Sie mal erst so alt wie ich, werden Sie pausenlos für solche Sachen eingeladen. Auch, aber eben nicht nur, als exzellente Frau in der Wissenschaft. Sie steht darüber hinaus für ein transdisziplinäres Verständnis eben von Wissenschaft, das die Notwendigkeit begreift, Wissenschaft im Hinblick auf die Lösung von drängenden Problemen in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zu betreiben, ohne die methodologische Reflexion
und die methodisch geprüfte Vorgehensweise zu vernachlässigen. Ich behaupte, das kann man. Man wird nicht obligatorisch unsauber, wenn man mit der Gesellschaft zusammenarbeitet. Und jetzt noch ein Blick auf ihr direktes Arbeitsumfeld. Sie hat sich nicht nur immer wieder überaus faszinierenden Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung gewidmet, die sind ja immer sehr spannend, wenn man in solchen Gremien sitzt, da will ich auch wieder im Detail zu googeln. Sie wird darüber hinaus als engagierte, kreative Lehrende geschätzt, die dem Humboldtschen Ideal der Einheit von Forschung und Lehre folgt. Ein besonders spannendes Beispiel hierfür ist der 2016 erschienene Sammelband Gentrifizierung in Berlin, der aus der gemeinsamen Forschung mit Studierenden des Masterstudiengangs Geographie der Großstadt zwischen 2012 und 2016 entstanden ist. Das Bild setzt sich fort, nein, das ist falsch, das setzt sich fort in dem Bild, das ihre Mitarbeiterinnen von ihr auf der zwischenmenschlichen Ebene zeichnen. Sie sei, in Zitat, gut gelaunt und herzlich, das finde ich schon mal gut, Zitat Ende. Sie sei auch zu Späßen aufgelegt, außerdem empathisch und verständnisvoll, reflektiert und sensibel bezüglich struktureller Benachteiligung. So waren einige der spontanen Beschreibungen. Für gemeinsames Arbeiten und Denken pflegt Ilse Helbrecht ein gutes Miteinander im Team. Ehrlich gesagt, noch wichtiger sind mir ihre sommerlichen Grillfeste in ihrer kleinen Datsche am Wasser, tragen ebenso dazu bei wie das wöchentliche gemeinsame Mittagessen des Teams, der Kuso-Lunch, heißt Kultur- und Sozialgeografie-Lunch, oder das einmal im Semester stattfindende Team-Retreat, auf dem abseits des universitären Alltags die Entwicklungen im Arbeitsbereich, fachliche Schwerpunkte und die Atmosphäre im Team besprochen werden. Und ich kann immer wieder nur sagen, Essen und Trinken zusammen ist die wesentliche Basis von guter Wissenschaft. Das haben die nur immer mit den Förderrichtlinien nicht verstanden, das muss man immer anders machen. Aber irgendwann kommen sie schon noch dahinter, das ist auch eine deutliche Genderfrage. Allein die Tatsache, dass ihre Mitarbeiterinnen sie auch als Fan von Werder Bremen kennen, beweist das von gegenseitigem Vertrauen geprägte Arbeitsklima an ihrem Institut. Sonst würde man sich ja nicht offen als Fan von Werder Bremen outen. Sie sehen, die Auswahlkommission der Caroline von Humboldt-Professur hat die richtige Wahl getroffen. Ich gratuliere Ilse Helbrecht von Herzen zu dieser großartigen Auszeichnung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich stehe jetzt gar nicht auf dem Zettel, wo drauf steht, was jetzt als nächstes passiert. Zunächst mal herzlichen Dank, sehr geehrte liebe Frau Schwan, für Ihre Laudatio. Als zentrale Frauenbeauftragte der Humboldt-Universität und Organisatorin dieser Festveranstaltung habe ich nun die große Freude, neben dem Überraschungsgast Gesine Schwan für Ilse Helbrecht noch einen zweiten ankündigen zu dürfen. Auch wenn sie leider nicht persönlich anwesend sein kann, so doch zumindest virtuell, freuen wir uns auf eine zweite, ganz persönliche Laudatio für unsere Caroline von Humboldt, Professorin 2018. Es spricht aus den USA Professorin Tamara Meyer vom Middleton College. Bitte schön. It's a great pleasure to send greetings to the Professor Dr. Ilse Helbrecht on the occasion of receiving this high honor, that all of you in person and I here from afar, we're all here to celebrate. I'm really sorry that I couldn't be physically present to deliver my remarks, but I'm happy that I have this opportunity to congratulate Professor Helbrecht from the campus of Middlebury College in the United States. Professor Helbrecht and I met in Washington, D.C. about 8 years ago at the annual meeting of the Association of American Geographers and immediately struck up a wonderful professional and personal friendship. But it was not for the Icelandic, it was for the Icelandic volcano that erupted during the conference that took our relationship to a different level. As you may remember, all
flights between the United States and Europe were canceled and for, I think, about a week. And Ilse found herself in Washington, D.C. with no place to stay. And so as it happened, I have a very close friend, a very dear friend, to whom I immediately appealed for hospitality on Ilse's behalf, knowing that it would be a bonus for both of them, that Gabriele is also German. And so it always seemed to me that the volcano was some sort of a cosmic sign that Ilse and I were meant to be connected. There are many, many things that I could say about Ilse's accomplishments, and I will leave their formal presentation to the main laudator. What I'd like to do here is actually to give some sense of the things that make Ilse very special but do not necessarily appear on paper, so to speak. I'll focus on mentorship, community building, and academic innovation and outreach. As you know, countless students have studied with Ilse over the last 25 years in Munich, in Bremen, and in Humboldt. So she's worked closely with master's and doctoral students and has published with several of them, thereby giving these young scholars important visibility in academic journals and in our profession more broadly. I've been struck by how carefully she responds to their writing and their seminar presentations. She's always gentle and supportive, even when she's critical. The quality of Ilse's guidance is evident in the high caliber of the work that they produce, and her generosity is demonstrated in the time that she devotes to nurturing their professional development. Let me give you one example. A few years ago, her master's seminar focused on gentrification in Berlin. When all the papers had been submitted and she saw that their quality was high, she edited them into a published volume. In so doing, she not only modeled the crucial role that a researcher can play in the life of the community, but she also simultaneously put her student on the path to significant academic publication. There's more I could say about the topic, but I think that the fact that one of her graduate students named his baby Ilse after her tells us everything we need to know. Ilse's skill as a builder of academic community is as impressive as her approach to mentorship. I was lucky enough to spend two of my sabbaticals on Ilse's team. Not only did the group strategize and socialize over lunch together every Wednesday, but every Monday the team met to report about what he or she was planning to work on during the week and to give a brief account of how we thought our tasks of the week fit with the tasks of the previous week. This was a highly effective way to give the team members a clear idea of the status of the project as a whole and in its parts, and to enable the sharing of ideas, bibliography, and all other information. And really, Ilse was the glue that held the group together, and her skill of management is so strong, and the sense of camaraderie that she instilled of us with a common purpose was huge. At the same time, she knows that one cannot work all the time, and the growth of the team spirit depended as well on many light moments that we shared in Weihnachtsmarkt, on the lake, or in the pub. Beyond fulfilling her responsibility to Humboldt University, to her department, and to the team in such an exemplary way, Ilse is a true thought leader in efforts to rethink the shape of geographical study in the 21st century. And let me illustrate with one example. Ilse was on the planning committee for the 2015 Deutscher Kongress für Geographie. Knowing that neither feminist nor political approaches to the field were established as subdisciplines in German geography, Ilse invited four feminist political geographers to deliver keynote addresses and to lead panel discussions about trends in feminist political geography in the UK and North America. There was a palpable excitement at the conference as a result of this pushing boundaries beyond the mainstream modes of thinking. So it is clear that Ilse has been called to serve on so many university committees and at so many institutes and centers because she's known for thinking outside the box in this way. Ilse, to wrap it up, I have a personal message for you. Our Wanderungen around Berlin were of the fondest memories of the last several years, and I'd like you to start planning now for the next ones and really thank you for everything.
Meine lieben Eltern, liebes Präsidium, liebe Frau Schwan, liebe Ursula Furich-Grubert, liebe Laudatoren, liebe alle, liebe Mitglieder meines Teams, liebe Studenten, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kollegen, das ist total überwältigend. Das sind wirklich komplette Überraschungen. Ich wusste weder, dass Gesine Schwan die Laudatio halten würde, noch dass Tamar Meyer aus den USA sprechen würde. Und ich weiß natürlich überhaupt nicht so genau, was ich jetzt sagen soll. Aber Gott sei Dank wusste ich, dass ich 5 Minuten sagen muss. Also es wird ein großes Dankeschön in 3 Akten. Ja. Ich habe in München ausgehalten, 10 Jahre. Ich habe das eigentlich auch ehrlich gesagt sehr genossen. Und in meinen Münchner Jahren habe ich Thomas Mann, München leuchtet, zu schätzen gewusst. Und ich habe bei Thomas Mann nicht nur gerne seine Romane gelesen, sondern eben auch seine Reflexionen und Selbstbetrachtungen. Und in einem seiner Bücher über Leiden und Größe der Meister, da schreibt er, wo er so nachdenkt, was macht Menschen. Und Thomas Mann denkt über Goethe und Schiller und so nach und guckt auf deren Leben und fragt sich, was war das eigentlich, was die hatten? Und dann schreibt Thomas Mann, Talent, Talent, was ist schon Talent? Und wischt das weg. Und der Satz hat mich seit den 90er Jahren, seit meinen Münchner Jahren immer begleitet. Talent, Talent, was ist schon Talent? Es ist nicht mein Talent, sondern mir ist immer bewusst gewesen, nicht nur, weil ich Geografin bin und mir deswegen Kontexte, Umwelten wichtig sind, sondern auch als Mensch ist mir immer bewusst gewesen, dass der Kontext, in dem ich arbeite und lebe, unglaublich wichtig ist für das, für die Frage, ob etwas gelingt oder nicht. Und dazu gehört natürlich meine Familie, meine Freunde und all die Menschen, die mich auf dem Weg begleitet haben. Ich bin unglaublich froh darüber, ich habe das auch nicht gewusst, dass Bernhard Buzin heute hier ist, denn ich hatte als Studentin das Glück, schon in Münster in einem DFG-Projekt Studentische Hilfskraft zu sein. Und Bernhard Buzin ist der damalige Hochschullehrer, hat mir damals schon Sichtbarkeit gegeben. Und ich habe also lange, ein Jahr bevor ich mein Diplom geschrieben habe, mit ihm und 3 anderen Kollegen, also zu viert, eine Buchpublikation machen dürfen und war sichtbar. Danke dafür. Dann bin ich nach München gegangen zu meinem Doktorvater Günther Heinritz, der heute auch hier ist, worüber ich auch unendlich froh und dankbar bin und der mir auch so viel Sichtbarkeit und Guidance und Hilfe gegeben hat, mich in diesem Fach und in dieser nicht immer leichten Wissenschaftslandschaft zurechtzufinden. Dann bin ich nach Vancouver gegangen und habe auf David Lay gestoßen, einen herausragenden Stadtforscher in Kanada. Und an allen Orten waren es Menschen, die mir sehr, sehr geholfen haben auf dem Weg. Dann bin ich nach Bremen gegangen, in ein wunderbares Kollegium mit Gerhard Barnberg, einen wunderbaren Kollegen gehabt, einmal auf meiner ersten Professur. Ich ganz jung und frisch, 38, er kurz vor der Pensionierung. Wir waren ein tolles Team. Dann fragt der Rektor, ob ich Konrektorin werden will, habe ich gemacht. Also immer gab es Menschen, die mich gefördert und gefordert haben. Und jetzt bin ich hier an der Humboldt-Universität und bin unglaublich glücklich hier. Ich finde das eine tolle Uni. Ich bin mit meinem Kollegium unglaublich zufrieden. Die Humboldt-Geografie ist total anspruchsvoll. Einer unserer Profs sagt immer, da vorne Alexander von Humboldt stehend, an der Humboldt-Uni kann die Geografie nur Nummer 1 sein in Deutschland. Und da kämpfen immer alle für. Ich bin an einem sehr ehrgeizigen Institut, das mir auch hilft. Und ich habe, das ist jetzt in allem durchgeklungen, in den Worten von Frau Gesine Schwan, in den Worten von Timi Meyer, ich habe ein tolles Team. Ja? Also wirklich, das ist, ich habe ein tolles Team. Ja. Also ohne meine Arbeitsgruppe oder Lehrstuhl, wie wir sie was nennen wollen, mit allen da drin, im Sekretariat, die Hilfskräfte, die Studenten, die Doktoranden, die Postdocs. Ohne diese Gruppe wäre ich nicht so happy, nicht so glücklich in meinem Beruf. Und ich gehe wirklich ständig und oder sehr oft gut gelaunt dahin. Und wenn es draußen regnet, dann komme ich oft in meine Abteilung und sage, ist das nicht toll? Draußen ist schrecklich, wir verpassen nichts, wir können jetzt hier richtig schöne Arbeit machen. Ja? Also großen Dank an all diese Menschen und Orte und Institutionen, die mich unterstützt haben. Talent, Talent, was ist schon Talent? Es braucht diesen Boden und die Sonne und das Wasser. Eine zweite, auch zufällig eine Dichterin, die mich auch in meinen Münchner Jahren seitdem schon sehr geprägt hat, ist Hilde Domin.
Und die hat ein sehr schönes Gedicht geschrieben, keine Angst, das rezitiere ich nicht. Das heißt Einhorn. Und darin gibt es einen Satz, in den ich sehr oft denke, Freude, mein Haustier, Freude. Ich habe in meinem Leben bislang nur 2 Jahre mit einem Haustier zusammenleben dürfen, mit einem Tiertier. Aber oft denke ich, mein Haustier ist Freude. Ich bin so froh über diesen Beruf. Ich halte es für ein wirkliches Geschenk und Privileg, Hochschullehrerin zu sein. Nicht wie Caroline noch heimlich arbeiten zu müssen, sondern diesen Beruf auszuüben. Und sage das auch öfter in meinem Team, haben wir nicht einen tollen Beruf mit dieser Freiheit, diesen Gestaltungsmöglichkeiten, dieser Vielgestaltigkeit und natürlich auch mit der schönen Verantwortung. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar. Freude, mein Haustier Freude, für diesen Beruf. Und es gibt so viele Dinge, die ich gerne tue. Ein dritter Dank, auch das kam durch in dem, was Frau Schwan gesagt hat und Timmy Meyer. Hier sind ja viele Büsten von Männern, auch in meinem Büro zu Hause gibt es eine einzige Büste, die ist von Platon. Und der hat so im Nachdenken darüber, was soll Wissenschaft in der Gesellschaft und wie sollen sich Wissenschaftler entwickeln, hat er so ein klares Bildungsprogramm vorgeschrieben, was man in welchem Alter eigentlich lernen soll. Und er sagt, also ab 50 soll man die Wissenschaft vom guten Leben machen. Da soll man sich darum kümmern, dass man solche Forschung macht, die dem Leben anderen Menschen, dem Alltag dient. Und das ist etwas, was mich die letzten, also lange schon, aber muss ich ehrlich sagen, die letzten Jahre und mehr beschäftigt, der Versuch, eine Wissenschaft zu machen, die verantwortungsvoll ist. Und ich frage mich bei jedem neuen Projekt wirklich, ist das nicht nur innerhalb des Elfenbeinturms sinnvoll, sondern hat das was zu tun mit dem Leben von Menschen und kann es einen Beitrag leisten? Und auch da bin ich unglaublich dankbar, dass ich das Glück habe, ob das der Gentrifizierungssammelband mit Studenten ist, der mehrfach erwähnt wurde, oder ganz aktuell, vor 3,5 Wochen hat das Land Berlin das neue Tourismuskonzept beschlossen. Ich sehe Frau Wendt von Visit Berlin da hinten. Und ich habe zusammen mit meiner Abteilung, mit dem Georg-Simmel-Zentrum, mit der privaten Firma der DWIF GmbH Consulting zusammen, die Konzeption für diese neue Tourismuspolitik im Land Berlin schreiben dürfen, die jetzt vom Senat beschlossen ist. Und das halte ich auch, das geht auch nur, weil es diese tolle Kooperation gibt, weil es da immer tolle Partnerinnen und Partner gibt auf der anderen Seite in der Praxis, die mir zuhören mit meinem manchmal verquasten und spinnernden Denken, wenn ich sage, nein, der Tourismusbegriff ist falsch, sondern der. Und auch das ist mir eine große Freude und dafür bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich Wissenschaft machen darf, die im Moment zumindest unglaublich gut auch dialogisch funktioniert. Und dafür den Dank an meine Partnerinnen und Partner aus der Praxis. Dieser Caroline-Preis, also einen Frauenpreis zu kriegen, ich muss ehrlich sagen, das hätte mich mit 20 als Studentin nicht interessiert und gelockt. Mit 30 hätte ich gedacht, was soll das? Mit 38, als ich meinen ersten Ruf auf eine Professur bekommen habe, hätte ich noch jede Form von Quotenpolitik abgelehnt. Aber seit 10, 15 Jahren, in den letzten Jahren, merke ich täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich mehr, wie dringend es ist. Auch in meinem Fach, in der Geografie, ist der Studentinnenanteil, der Frauenanteil bei 50% und der Professorenanteil bei 25%. Die Chance von Frauen, Professorin zu werden, in meinem Fach schon, sind halb so groß wie die von Männern. Und durch die Erfahrung, die ich selbst mache, weiß ich auch, warum. Und da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich sage sehr klar, wir brauchen weiterhin eine starke Frauenförderung. Ist mir heute klarer als früher. Und wir brauchen mehr Sichtbarkeit. Und deswegen bin ich Frau Furich-Grubert, der Frauenbeauftragte der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich bin dem Präsidium der HU unglaublich dankbar, dass sie im Rahmen der Exzellenzinitiative diesen Weg weitergeht, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und ich wünsche mir, dass wir in diesem Raum, wo auch nur Männer, alte, tote Männer auf uns schauen, dass hier auch mal die Sichtbarkeit von Frauen, das ist ja an vielen deutschen Universitäten so sicher. Deswegen bin ich ganz stolz über diese Professur. Und was mache ich mit dem Preisgeld? Wollen Sie es wissen? 80.000 Euro. Ich darf es natürlich nur für Forschung nutzen. Ja? Ich kann leider nicht auf die Bahamas fahren und meinen Schlaf nachholen, Frau Schwan. Und ich brauche wirklich 8 Stunden. Wenn ich die nicht kriege, werde ich gerumpelig. Ich möchte ein Projekt machen, auch zusammen im Team mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ich bislang nicht habe machen können. Ich habe eine Datei auf meinem Computer, die ist aus 2015.
Ich habe bislang ja immer nur Stadtforschung im globalen Norden gemacht, ja, Europa, Nordamerika. Ich habe mich nie in den globalen Süden bewegt. Und ich möchte jetzt mal gucken, wie Städte im globalen Süden eigentlich in Zeiten von Globalisierung Sichtbarkeit erreichen. Und das werden wir tun, indem wir uns Kunstbiennalen im Senegal, in Art Dakar im Mai und im Taipei, in Taiwan im November angucken. Und da werden wir Reisemittel, Menschen, Personal und so weiter reingeben. Und außerdem habe ich Forschungssemester ab Oktober. Und auch das kann ich für einen Forschungsaufenthalt nutzen, um dann vielleicht Tamar Meyer persönlich in Middlebury zu besuchen und ihr zu danken. Ich sage ganz großen Dank, bin tief berührt und ich bin so dankbar für das Glück, was mein Leben ist. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Caroline von Humboldt-Preisträgerin, liebe Natascha Mehler. Ich freue und bedanke mich sehr herzlich, heute hier zu Ihnen zu sprechen und die Laudatio auf die Caroline von Humboldt-Preisträgerin Natascha Mehler halten zu dürfen. Sehr gerne habe ich diese ehrenvolle Aufgabe genommen. Ich kenne und schätze Natascha Mehler als vertraute Kollegin sehr und gratuliere ihr sehr herzlich zu diesem Preis. Lassen Sie mich, bevor ich auf die Preisträgerin selbst zu sprechen komme, ein paar Worte zum Fach sagen, das durch die Auszeichnung von Natascha Mehler mit dem Caroline von Humboldt-Preis so prominent in den Blickpunkt gerät oder, wie es zum heutigen Abend passt, Sichtbarkeit erhält. Es ist das erste Mal, dass eine Archäologin diesen Preis erhält und noch dazu eine Mittelalter- und Neuzeit- oder modern ausgedrückt eine historische Archäologin. Mittelalter- und Neuzeitarchäologie ist ein sehr kleines akademisches Fach und in den letzten Jahren hat sich dafür die Bezeichnung historische Archäologie etabliert. In Deutschland gibt es dafür gerade mal 4 Professuren, Vollzeitprofessuren, die alle und gerade in jüngster Zeit mit Männern besetzt wurden. Gleiches gilt übrigens auch für die damit verbundenen Assistenzstellen. Global betrachtet gibt es in der Wissenschaft generell weniger Frauen als Männer. Und auch wenn der Anteil an Frauen beständig steigt, sind es doch die Frauen, die den Wissenschaftsbetrieb früher verlassen als die Männer. Die spiegelt sich an verschiedenen Stellen unseres Wissenschaftssystems wider, sei es in der Medizin, in den Ingenieurswissenschaften oder auch in den sogenannten kleinen Fächern. Im Bereich der Archäologie sind offensichtlich umso mehr Frauen etabliert, je länger das Fach als wissenschaftliche Disziplin existiert. Die Professuren der klassischen Archäologie beispielsweise sind in Deutschland mit Blick auf die Geschlechterverteilung inzwischen annähernd paritätisch besetzt. Bei der Ur- und Frühgeschichte liegt der Anteil der Professorinnen bei etwa 25% und im Bereich der noch jungen Disziplinen Mittelalter- und Neuzeitarchäologie oder historische Archäologie, wie bereits erwähnt, bei 0%. Im Sinne einer chancengerechten Entwicklung des Faches wäre es daher wünschenswert, wenn Frauenförderung nicht nur universitätsintern in den Blick genommen würde, sondern das Fach als Ganzes. Dieses strukturelle Defizit gilt es auch deshalb zu beheben, da Natascha Mehler aus meiner Sicht das beste Beispiel dafür ist, wie das Fach Mittelalter- und Neuzeitarchäologie außerhalb der immer noch patriarchisch geprägten universitären Karrierewege doch insbesondere auch von Frauen gestaltet wird. Gerade jüngst hat der Fachausschuss Archäologie der Moderne des Deutschen Verbandes für Archäologie unter Mitarbeit von Natascha Mehler den ersten Leitfaden Archäologie der Moderne verabschiedet und publiziert. Damit gehört die Preisträgerin zu dem fachwissenschaftlichen Expertenkreis der Hochschulen, Denkmalämter und Politik berät und damit auch die Sichtbarkeit und Akzeptanz des Faches bei unterschiedlichen Akteuren und Entscheidungsträgern zu erhöhen hilft. Ich kenne Natascha Mehler seit 2009, als wir uns im Rahmen einer wissenschaftlichen Exkursion mit Studierenden erstmals trafen. Natascha Mehler war damals wissenschaftliche Assistentin an der Universität Wien, ich wissenschaftliche Assistentin an der Universität Kiel. Uns beide verbindet das Interesse an der nordeuropäischen Archäologie, an der Objektforschung und an der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung.
Nach meiner Berufung auf den Lehrstuhl für Schifffahrtsgeschichte und maritime Archäologie an der Universität Bremen und zeitgleichen Bestellung als Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, einem der 8 Leibniz-Forschungsmuseen, haben wir diese Gemeinsamkeiten zur Grundlage für einen gemeinsamen Forschungsantrag gemacht, der zwischen 2015 und 2018 unter dem Titel »Zwischen Nordsee und Nordmeer – interdisziplinäre Studien zur Hanse« im Rahmen des Leibniz-Wettbewerbsverfahrens gefördert wurde. Das Leibniz-Wettbewerbsverfahren ermöglicht Projekte zur Umsetzung der durch die Gemeinschaft der Leibniz-Institute definierten Ziele, und dazu gehört auch die Frauenförderung. Und so waren wir mit besagtem Projekt in der Förderlinie 4 Frauen in wissenschaftliche Leitungsfunktionen oder Positionen erfolgreich. Natascha Mehler leitete in diesem Zusammenhang eine 6-köpfige Gruppe von Nachwuchswissenschaftlern, die sich mit Forschungsfragen zum Handel zwischen den Städten Hamburg und Bremen und den nordatlantischen Inseln Island, Shetland und Färöern beschäftigt. Ausgangspunkt ist ein mittelalterliches Schiffswrack aus dem 14. Jahrhundert. Dieses Schiffswrack und die Forschung des Teams um Natascha Mehler sind Teil einer im Deutschen Schifffahrtsmuseum gezeigten Ausstellung und Ausdruck als dessen Neuausrichtung als Leibniz-Forschungsmuseum. In dem Projekt kommen Natascha Mehlers exzellenten quellenkundlichen und interdisziplinären Fähigkeiten Archäologie und Geschichtswissenschaft gemeinsam zu denken zum Tragen, insbesondere auch im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Betreuung von Doktorandinnen und Doktoranden. Im Forschungsdesign des Projektes wird deutlich, dass Natascha Mehler immer auch am Puls der Zeit ist. Denn im Rahmen des Projektes zwischen Nordsee und Nordmeer wird auch erforscht, ob es bereits im 16. Jahrhundert Anzeichen für eine Überfischung gab. Ein Thema, das durch die zunehmende Technologisierung von Hochseetrawlern und die Forderung der Meeresrahmenrichtlinie für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Meere oder des Ozeanes aktueller denn je geworden ist. Und in dem Projekt drückt sich auch aus, wofür Natascha Mehlers Forschung steht: Innovation, Interdisziplinarität und Internationalität. Für ihre Forschung ist Natascha Mehler bereit, viel zu unternehmen. Sie verlässt die ausgetretenen Pfade und geht neue Wege. Sie verlässt den Ostseeraum mit seinen vorgefassten historischen Meinungen und vermeintlich feststehenden wissenschaftlichen Thesen zur Hanseforschung und folgt den Objekten in den nordatlantischen Raum. Als Natascha Mehler ihr Studium aufnimmt, ist dies alles nicht absehbar. Sie hat damals nicht einmal den expliziten Wunsch, Archäologin zu werden, auch wenn sie als Kind insbesondere die Bücher regelrecht verschlungen hat, die von Römern oder Rittern handelten. Und auch Detektivgeschichten fand sie fesselnd. Dass sie nicht Kommissarin, sondern Archäologin wurde, mag auch daran gelegen haben, dass ihr Latein und somit die Sprache der Vergangenheit immer gut gefallen hat. Das Studium der Archäologie ist letztendlich dann noch reiner Zufall. Ursprünglich für das Lehramt Germanistik eingeschrieben, ist Natascha Mehler nach rund 6 Wochen so gelangweilt, dass sie von Hörsaal zu Hörsaal geht, um schließlich das Fach zu finden, das sie fasziniert: Archäologie. Die Neugier, die sie damals treibt, und die Bereitschaft, dem Fach und den wissenschaftlichen Themen entgegenzugehen, zieht sich durch Natascha Mehlers wissenschaftliche Biografie. So ist Natascha Mehler auch eine der wenigen Studierenden, die 6 Auslandsjahre absolvierte, eines in den Niederlanden, 2 in Norwegen und 3 in Österreich. Ihre interessengetriebene Mobilität führt Natascha Mehler wiederholt an renommierte Institutionen, wo sie Forschungsprojekte von häufig pionierhaftem Charakter durchführt. Das beginnt 1997, als Natascha Mehler eine Summer School des just in diesem Jahr gegründeten Institute of Archaeology auf Island besucht. Damals war vergleichsweise wenig von der isländischen Archäologie überhaupt bekannt. Nach einem mehrmonatigen Forschungsaufenthalt auf Island zieht sie im Jahr 2000 für 2 Jahre nach Reykjavik, um dort ihre erste Stelle anzutreten. Seit dieser Zeit lässt die Begeisterung für die Mittelalter- und Neuzeitarchäologie im Nordatlantik nicht mehr los. Zugleich schlägt ihr Herz aber auch beständig für die Archäologie ihrer Heimat Bayern. Seit nunmehr fast 20 Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit der Archäologie dieser beiden sehr gegensätzlichen Gebiete. 2002 wechselt sie von Island zurück nach Bayern, um für die nächsten 4 Jahre bei der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, der Forschungsstelle Ingolstadt, zu arbeiten. Während dieser Zeit verfasst sie, wohlgemerkt als Nichtraucherin, ihre Doktorarbeit zur Archäologie von Tonpfeifen, den ersten Rauchinstrumenten der frühen Neuzeit.
Damit legt sie eine archäologische Kulturgeschichte des Tabakkonsums vor, mit der es ihr gelingt, die vielen bei Ausgrabungen geborgenen Scherben von Tonpfeifen äußerst präzise zu datieren, um so ein engmaschiges Datierungsgerüst für diese Materialgruppe zu erarbeiten. Damit gelingt es ihr auch, neue und insbesondere auch für die Römisch-Germanische Kommission und das Deutsche Archäologische Institut innovative Wege zu beschreiten. Während ihrer Zeit an der Römisch-Germanischen Kommission beginnt sie, gemeinsam mit britischen Kollegen, deutsche und englische Handelsplätze des 15. und 16. Jahrhunderts im Nordatlantik zu erforschen. Diese wissenschaftliche Leidenschaft schafft sie später auch an der Universität in Wien auszuleben, wo sie von 2008 bis 2014 als Assistentin am Institut für Urgeschichte und historische Archäologie tätig ist. Und schließlich bewirbt sie sich erfolgreich um die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgeschütteten Gelder für ein 6-jähriges Hafenprojekt auf den Nordatlantischen Inseln. Zwei Gesellschaften haben in Natascha Mehler eine Schlüsselfigur für die Entwicklung der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie in Europa erkannt. Die Society for Historical Archaeology in den USA, die weltweit größte Vereinigung für historische Archäologie überhaupt, der sie seit 2009 als Mitglied im Beirat angehört, und die Society for Postmedieval Archaeology in Großbritannien, bei der sie ebenfalls als Beiratsmitglied mitwirkt. Die amerikanische Society of Historical Archaeology beauftragte Natascha Mehler sogar, ein Sammelband zur historischen Archäologie in Mitteleuropa herauszugeben. In den USA ist die Archäologie als Fach eng mit der Anthropologie im Sinne von Kultur- bzw. Sozialanthropologie verknüpft. Die Zusammenarbeit mit amerikanischen Archäologen befruchtet Natascha Mehlers Arbeit und ihren Zugang zum Fach. Deutlich wird dies in dem 2017 erschienenen Band The Historical Archaeology of Nationalism and National Identity, herausgegeben auf Einladung der University Press Florida. Und es gibt weiteres zu berichten. Regelmäßig begutachtet sie Forschungsanträge für nationale Fördergeber wie die Flanders Research Foundation oder die National Science Foundation. Bei der European Science Foundation ist sie Mitglied im College of Expert Reviewers. Möglicherweise erscheint Ihnen das fremd, dass all dies erwähnt wird, aber insbesondere für die archäologischen Wissenschaften ist das eine Ausweitung des Faches tatsächlich über die Ländergrenzen hinweg. 2014 und 2015 war Natascha Mehler Gastprofessorin für historische Archäologie am Institut für Urgeschichte und historische Archäologie an der Universität Wien, wo sie sich 2014 auch habilitierte. 2017 ernannte sie die schottische University of the Highlands and Islands für ihre Verdienste um die nordatlantische Archäologie zum Honorary Reader, also zur Ehrenprofessorin. Die wissenschaftliche Bilanz von Natascha Mehler weist zum heutigen Tage etwa 120 Publikationen und 3,2 Millionen Euro selbst eingeworbener Drittmittel auf. Diese beiden Kennzahlen mögen genügen, um die Bereicherung zu beschreiben, die Natascha Mehler für die archäologische Forschungslandschaft spielt. Und neben all dem gelingt es Natascha Mehler, sich mit ihrem Ehemann Markus Kobold ein kleines Familienunternehmen aufzubauen. Die Zeit in Skandinavien hat ihr gezeigt, dass eine akademische Karriere mit Kindern bzw. Familie sehr wohl realisierbar ist. Ihre beiden Kinder, Smilla und Sölvi, heute auch hier, der Ehemann ebenfalls, sind bereits Profis für Ausgrabungen in Island und Grönland. Die Kinder begleiten sie stets bei ihren Feldarbeiten und das ist möglich, weil in Nordeuropa die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorbildlich gelebt wird und Kinder bei Ausgrabungen somit eine Selbstverständlichkeit sind. Lassen Sie mich abschließend feststellen, dass es sich bei Natascha Mehler um eine Ausnahmewissenschaftlerin mit Vorbildcharakter handelt, um eine einzigartige, da anerkannte und durch zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträge bekannte Wissenschaftlerin, die über zahlreiche Kontakte innerhalb Europas und darüber hinaus verfügt. Natascha Mehler hat mit ihrer Forschung maßgebliche Beiträge für die Profilierung der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie geleistet. Mit ihrer Themenwahl betritt sie immer wieder Neuland und überwindet damit Fachgrenzen oder Fächergrenzen. Sie ist eine tolle Persönlichkeit mit Charme, Witz, großer kollegialer Zugewandtheit und kooperativer, forschungsgetriebener Neugier. Wir dürfen gespannt sein, mit welchem Thema Natascha Mehler neue Forschungsakzente setzen wird. Zunächst einmal wird sie sich dank des Preisgeldes des Caroline-von-Humboldt-Preises im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes an der HU Berlin
speziell an dem Institut für Kunst und Bildgeschichte, mit mittelalterlichen Bildwelten auseinandersetzen. Im Mittelpunkt steht die Erforschung spätmittelalterlicher Kunstgegenstände, die im norddeutschen Hanseraum produziert und dann von hansischen Händlern nach zum Beispiel Island verkauft wurden. Schon heute dürfen wir erwartungsfroh auf die zu gewinnenden Erkenntnisse gespannt sein. Natascha Mehler wird heute nicht für ihre Verdienste bei der Etablierung dieses relativ jungen Forschungsfeldes geehrt. Sie wird für ihre kreative, interdisziplinäre Forschung ausgezeichnet. Dafür ist der Preisträgerin zu gratulieren, aber auch der Auswahlkommission, dass diese eine aus meiner Sicht so anerkennende und richtige Entscheidung getroffen hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gratulieren Sie mit mir einer der wohl tonangebendsten Frauen in der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie Deutschlands und Europas. Natascha Mehler ist dabei Ikone einer neuen Zeit, in der die Mittelalter- und Neuzeitarchäologie eine emanzipierte Rolle spielt. Ihr gebührt höchste Anerkennung für ihre außergewöhnlichen Verdienste für die wissenschaftliche Erforschung der mittelalterlichen Neuzeitarchäologie in ihrer Tiefe und Breite. Sehr verehrte Frau Mehler, liebe Natascha, ich möchte dir sehr herzlich zu deinem verdienstvollen Schaffen gratulieren. Ich wünsche dir, den Biss weiterzumachen, verbunden mit dem Dank für dein persönliches Engagement und deine herausragenden Leistungen im Dienst der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie. Und ich danke dir sehr für die gemeinsame, aus meiner Sicht auch persönlich sehr bereichernde Zeit am Deutschen Schifffahrtsmuseum. Du bist uns Vorbild und Ansporn für zukünftige Forschung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Helbricht hat sich die Haare gerauft. Ich mache das jetzt auch. Okay. Sehr geehrte Präsidentinnen, sehr geehrter Vizepräsident, sehr geehrte Laudatorinnen, Kolleginnen vom Frauenbüro, liebe Kollegen, liebe Freunde, liebe Familie. Ich freue mich riesig über den Caroline von Humboldt-Preis und über diese hohe Auszeichnung. Ich freue mich auch sehr, dass einige meiner Weggefährten, die mich auf diesem Weg begleitet haben, heute hier anwesend sind. Und die möchte ich kurz namentlich erwähnen, weil die mich alle immer so großartig unterstützt haben. Klaus-Michael Hüssen ist hier von der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts. Und der hat mich vor 16 Jahren ganz offen und herzlich in der RGK aufgenommen, zu einer Zeit, als die Neuzeitarchäologie noch viel exotischer war, als sie es heute ist. Und er hat mir immer wieder demonstriert, dass man methodisch gesehen als provinzialrömischer Archäologe auch ganz leicht mit neuzeitlichem Fundmaterial arbeiten kann und dass man Fächergrenzen nicht immer so ernst nehmen darf. Klaus Hüssen hat mich immer unterstützt und all die Jahre an meinen Weg geglaubt. Lieber Klaus, vielen Dank. Maßgeblich beeinflusst und beeindruckt hat mich auch Mark Gardiner von der Lincoln University, der heute leider nicht hier sein kann. Ich traf ihn erstmals 2005 auf einer Konferenz als Doktorandin und bereits dort entwickelten wir die Idee, gemeinsam die Hansezeit der nordatlantischen Inseln zu erforschen. Was mich damals sehr beeindruckt hat und es heute immer noch tut, ist es, wie er völlig losgelöst von akademischen Hierarchien auf junge Forscher zugeht, ihnen zuhört, sie ermutigt und unterstützt. Ohne ihn wäre ich heute sicher nicht hier. Ein großer Dank geht auch an Claudia Theune, die mich vor 10 Jahren an die Universität Wien geholt hat. Denn dort genoss ich eine sehr große Forschungsfreiheit, ein sehr herzliches Kollegium und ein sehr inspirierendes Arbeitsumfeld. Der inhaltliche Austausch mit Claudia Theune hat mir und bedeutet mir immer sehr viel. Sehr, sehr danken möchte ich natürlich auch Sunil Kleingärtner, die eben die Rede gehalten hat, die Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums, eines Leibniz-Instituts, die mich vor etwa 4 Jahren eingeladen hat, am Schifffahrtsmuseum als Forscherin tätig zu werden. Ihre großartige Unterstützung, ihre Offenheit, ihre Wertschätzung und motivierende Personalführung ist mir ein großes Vorbild.
Mit ihr bekam ich auch Zugang zur Leibniz-Gemeinschaft, in der ich mich wirklich sehr gut aufgehoben fühle. Das Schifffahrtsmuseum ist für seine Chancengleichheit bereits mehrfach mit dem Prädikat Total Equality ausgezeichnet worden. Und dort fand ich tatsächlich zum ersten Mal ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis vor, was die Zusammenarbeit im Kollegium für mich wirklich besonders macht. Danken möchte ich Sunhild auch dafür, dass sie mir viel Arbeitszeit im sogenannten Homeoffice ermöglicht hat. Ohne diese Flexibilität hätte das Leibniz-Projekt sicher nicht so stattfinden können. Ich wünsche mir sehr, dass Universitäten und Forschungseinrichtungen deutlich stärker als bisher ihren Mitarbeitern die Arbeit im Homeoffice ermöglichen und die Chancen, die eine solche Arbeitsweise mit sich bringt, erkennen. Das wissenschaftliche Prekariat wäre damit deutlich weniger belastend. Zum Schluss geht mein größter Dank natürlich an meine Familie. Ein großer Teil davon ist heute hier. Mein Mann und unsere Kinder, die mir immer den Halt geben und auch den Ausgleich, den es braucht, um im akademischen Zirkus, wie ich es oft nenne, zu bestehen. Danke. Sie verzichten oft auf mich, aber sie geben mir nie das Gefühl, ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Meine Arbeit wäre auch ohne den Rückhalt meiner Eltern, mein Vater kann heute leider nicht hier sein aus gesundheitlichen Gründen, und meiner Cousine nicht möglich. Danke, Mama. Danke, Andrea. Zum Schluss erlauben Sie mir noch ein persönliches Wort an meinen Haushalt. Liebe Haushalt, auch dir danke ich recht herzlich. Du musst sehr oft auf mich verzichten, aber du bist sehr tolerant und geduldig. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Sie sehen, ich habe den tollsten Job heute Abend. Wir kommen nämlich jetzt zur Übergabe der Urkunden. Und ich darf zunächst Frau Professor Helbrecht auf die Bühne bitten. Die Urkunde ist recht schlicht gehalten, muss ich sagen. In der Urkunde steht: Die Humboldt-Universität zu Berlin verleiht Frau Professorin Dr. Ilse Helbrecht die Caroline von Humboldt-Professur 2018. Ganz herzlichen Glückwunsch, Frau Helbrecht. Dann darf ich Frau Dr. Mehler auf die Bühne bitten. Die Urkunde liest wieder: Die Humboldt-Universität zu Berlin verleiht Frau BD Dr. Natascha Mehler den Caroline von Humboldt-Preis 2017. Interessanterweise steht hier 2017, nicht 2018. Frau Mehler, ich hoffe mal, dass wir hier keinen Fehler gemacht haben. Ich überreiche Ihnen die Urkunde trotzdem. Thank you.
Nochmals vielen herzlichen Dank an die Künstlerin und den Künstler. Und bevor ich jetzt die erlösenden Worte spreche, das Buffet ist eröffnet, bitte ich die beiden Preisträgerinnen, die Laudatorinnen, unseren Ehrengast noch einmal auf die Bühne, weil wir wollen noch ein gemeinsames Foto. Und damit wünsche ich Ihnen ein frohes Miteinander sprechen, interessantes Miteinander reden und vor allen Dingen gutes Speisen und Trinken. Das Buffet ist eröffnet. Applaus